Der Transformationsprozess in den Stadtwerken ist in vollem Gange. Welches sind aus Ihrer Sicht die Stellschrauben für die Neuaufstellung am Markt? Also ich denke einmal das spartenübergreifende Arbeiten, zum Kunden mit ganzheitlichen Produkten zu gehen, das auf Plattformen abzubilden, die das auch digital gestalten lassen und dann eben über diese Plattformen sehr kundenorientiert das zu unterstützen. Für mich gehört noch dazu die Servicequalität, also auch in der Ansprache an den Kunden, die noch weiter stärker auszuprägen. Und wie setzen Sie in Ihrem Unternehmen Digitalisierung ein, beziehungsweise wie gehen Sie die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen an? Also einmal ist mir wichtig, dass wir im Unternehmen die Mitarbeiter auch in das Digitale mitnehmen, denn die tollste Plattform nützt nichts, wenn die das nicht verstehen. Was wir da machen, ist, dass wir über Prozessmanagement in der Firma schon die Dinge digital hinentwickeln. Jeder Mitarbeiter extern hat ein Smartphone zum Beispiel, wo er also E-Mails, Karten etc. abrufen kann. Und auf der Plattform entwickeln wir quasi weiter, ne, bis hin zu virtuellen Ebenen, wo wir Kunden dann zum Beispiel über Energieaustausch, also erzeugen, verbrauchen, speichern, zusammenbringen und so eine Art Community eben dann auch weiterentwickeln wollen mit einer hohen Bindung. Und wenn Sie einen Wunsch an die Bundesregierung frei hätten, was würden Sie sich für die Energiepolitik der kommenden Jahre wünschen? Viel weniger Regulierung. Also es vergeht, glaube ich, kein Monat, wo nicht eine statistische Androhung kommt, ja, wo man gegen Bußgeldandrohung eben Dinge ausfüllen muss, bedienen muss. Das bringt meiner Meinung nach den Kunden überhaupt nichts. Und was ich mir da eben wünsche, ist eine totale Reduzierung dieses bürokratischen Aufwands, damit wir eben diese ganzen Ideen, die wir eben auch auf Tagung hören, zu einem guten Kundennutzen führen können.